Meine Damen und Herren, darf ich kurz um Ihre Aufmerksamkeit bitten? So, jetzt wechseln wir wieder zu Hochdeutsch. Gewisse sind auch am Essen, aber das stört nicht. Wir sind fast schon fertig mit der Hauptspeise. Ich hoffe, es hat geschmeckt. Nach dem Input-Referat von Frau Barbara Josef, das sehr erkenntnisreich und auch sehr dicht war, möchten wir jetzt diese Themen noch ein wenig weiter vertiefen. Dafür habe ich einige Gäste eingeladen, eine Runde mit Experten, die ich hier auf die Bühne bitten will, einen nacheinander. Und zwar würde ich gerne anfangen mit dem Historiker Caspar Hirschi. Professor Hirschi ist für allgemeine Geschichte an der Universität St. Gallen Professor. Er forscht zum Nationalismus, den Organisationen von Wissenschaft und die Rolle des Experten unter anderem auch. Zudem ist er freier Mitarbeiter der Frankfurter Allgemeinen Zeitung und in diesen Rollen untersucht er Fortschritt, Automatisierung und die gesellschaftlichen Folgen. Professor Hirschi, darf ich Sie auf die Bühne bitten? Also guten Abend, meine Damen und Herren, denjenigen, die noch am Essen sind, weiterhin guten Appetit. Wir machen es kurz, das heißt, ich habe jetzt 5 Minuten, um ein paar Gedanken, die Barbara Josef vorgestellt hat, aufzugreifen und sie ein bisschen weiter zu bestimmen. Und bei mir gibt es so einen Jojo-Effekt, weil als Historiker bin ich nicht Experte für die Zukunft, sondern für die Vergangenheit. Wir haben vorgesehen, die eine der wichtigsten Skills fürs digitale Zeitalter ist Critical Thinking. Und das möchte ich jetzt eben kurz exerzieren, was man damit tun muss. Die Thesen, die ich vertrete, ist die erste. Ich glaube, wir leben in einer Zeit, in der wir den Wandel, durch den wir gehen, eher überbetonen. Das heißt, dass wir uns in einem revolutionären Zeitalter fühlen, aber eigentlich eine Evolution, einen kontinuierlichen Wandel erleben und dass wir uns damit unnötig viel Stress machen. Das ist eine These. Und eine zweite These ist, und das ist für mich als Historiker besonders interessant, dass wir mit ganz vielen alten Ideen jonglieren, die wir auf eine unbekannte Zukunft werfen. Und diese alten Ideen, die sind zum Teil, glaube ich, angemessen und zum Teil sind sie es eben nicht, weil ich glaube, dass sie die mögliche Zukunft, auf die wir zusteuern, eher verfälschen und uns in unnötige Debatten führen. Und eine solche Idee, die ich kurz kritisieren möchte, ist eben die Idee der Vollautomatisierung, die in den Medien für derart viel Aufregung sorgt. Und da möchte ich gerne einfach zwei Konzepte aufgreifen, die immer wieder diskutiert werden. Das eine Konzept ist das Konzept der Industrie 4.0. Meine Studenten in St. Gallen frage ich immer, was heißt das eigentlich, Industrie 4.0? Und was könnte beispielsweise Industrie 3.0 oder 2.0 oder 1.0 heißen? Und ich stelle fest, häufig ist es sofort fertig. Der Begriff ist da, aber was man sich darunter vorstellen sollte, das ist extrem unklar. Und ich glaube, das hängt mit dem Konzept der Industrie 4.0 selber zusammen. Also kurz zur Erinnerung, eben Industrie 1.0, das ist der Beginn der Industrialisierung, Web- und Spinnmaschinen, Dampfantrieb. 2.0 wäre dann das Förderband, Automobilindustrie plus die Elektrizität. Und 3.0, das ist jetzt das Entscheidende, 3.0 ist die Mikroelektronik, das ist eigentlich die digitale Revolution. Was heißt dann 4.0? Das heißt, wir haben eine digitale Revolution, die schon vor 60 Jahren eingesetzt hat. Und was ist nun genau das 4.0? Und da sehen wir, dass es immer wieder anders definiert wird. Das heißt, es ist ein sehr schwammiger Begriff, der eine Revolution suggeriert, wo eigentlich eine Technologie, die schon lange besteht, sukzessive weiterentwickelt und immer mehr gesellschaftliche Durchdringung erreicht. Ich glaube, das ist so, müssen wir uns das eher vorstellen. Und wenn wir uns das als evolutionären Prozess vorstellen, können wir viel besser damit umgehen, würde ich behaupten. Nun noch zur Automatisierung. Barbara Josef hat diese berühmte Studie von Frey und Osborne genannt, einem Ökonomen und einem Computer Scientist von Oxford. Und ich glaube, hier sehen wir dann eben, dass wir viele falsche Debatten führen. Als Historiker ist das besonders interessant, weil ich
gut beobachten kann, dass in den 1950er Jahren, in den 1960er Jahren, in den 1970er Jahren immer wieder Automatisierungsdebatten geführt wurden mit enormen Angstszenarien, also in einem Zeitalter, als eigentlich Vollbeschäftigung herrschte größtenteils, dass Gewerkschaften extrem Angst hatten, dass Industriearbeiter arbeitslos würden, dass in baldiger Zukunft durch die neuen Computer, die man damals hatte, Massenarbeitslosigkeit entstehen würde. Und die gleichen Szenarien wälzen wir jetzt heute wieder. Das hat zum einen damit zu tun, dass die Medien von der Digitalisierung massiv umgewälzt werden. Das heißt, dass Journalisten empfänglich sind für solche Szenarien. Es hat aber auch damit zu tun, dass die Wissenschaft, und das, da muss ich Selbstkritik üben, dass wir eigentlich unseriöse Szenarien für die Zukunft entwerfen. Was Frey und Osborn gemacht haben, ist methodisch sehr einfach. Sie haben sich eine Liste der verschiedenen Jobs genommen, die das amerikanische Arbeitsministerium zur Verfügung stellt. Das sind gut 400 Jobs. Und sie sind zu zweit diese Liste durchgegangen und haben quasi mit einem primitiven digitalen System, nämlich 1-0, Kreuzchen gemacht, welche Jobs ihrer Meinung nach verschwinden könnten und welche noch da sind. Und dann haben sie diese Liste in einem Workshop mit anderen Robotikspezialisten nochmals diskutiert und sind dann zum Schluss gekommen, ja, okay, dieser Job könnte wegfallen, der andere nicht. Und dann haben sie eigentlich, das ist der große mediale Gag gewesen, sie haben dann Quantifizierung von Meinungen betrieben. Das heißt, sie haben all diese Meinungspositionen, diese Einschätzungen durch ein paar Formeln gejagt und hinten raus ist dann die Zahl 47% rausgekommen. Die haben sie im Working Paper dann vorne in einen Abstract gestellt und die Medien sind darauf geflogen und vor allem ist auch die Beratungsindustrie darauf geflogen und die beiden Männer sind in kurzer Zeit sehr reich geworden. Das ist wirklich, das möchte ich Ihnen, das ist mein Schlussstatement für den Moment, zitieren Sie diese Studie nicht mehr. Das ist extrem unseriös. Man kann sie eben, man kann sie als Beispiel anführen, was für ein Hype heute passiert, aber als Wissenschaft geht das nicht. Und es geht deshalb nicht, weil Technologie keine deterministischen Wirkungen hat. Wir gestalten Technologie, die Politik gestaltet, was mit Technologie passiert, die Gesellschaft gestaltet, was mit Technologie passiert und deshalb sind wir unfähig vorauszusagen, welche Jobs verschwinden werden und welche nicht. Experten haben es immer wieder versucht. Um 1950 hat man den Übersetzer für tot erklärt, man hat die Sekretärin für tot erklärt, man hat ganz viele Jobs, den Logistiker für tot erklärt. Man tut es heute wieder, aber wir wissen nicht, ob sie verschwinden werden, denn wir selber entscheiden, ob es die Mikrokassiererin noch gibt oder nicht. Es ist unser Verhalten, es ist nicht die Technologie. Denn die Technologie, mit der wir selber kassieren, ist die gleiche, mit der die Mikrokassiererin arbeitet. Und darum, glaube ich, sollten wir für uns mehr Agency beanspruchen in Politik und Gesellschaft und nicht alles den Maschinen überlassen. Bleiben Sie bitte noch. Also danke für das feurige Eingangsstatement. Soll ich gleich hier stehen bleiben? Ja, Sie können gleich hier stehen bleiben, Professor Hirsch. Ich muss jetzt ganz kurz Frau Josef noch in Schutz nehmen, diese Studie. Ich habe ihr nämlich auch in Auftrag gegeben, dass sie uns die Problematik ein wenig skizziert, unter anderem auch den Hype und diese viel zitierten Studien auch erwähnt in ihrem Eingangs-Input-Referat. Deshalb, sie ist sicherlich nicht unseriös. Es war ja auch nicht unkritisch von ihr. Nein, es war nicht unkritisch. Genau. Ich habe die Studie, ist unseriös. Okay, super. Dann würde ich sagen, wir gehen jetzt von der Vergangenheit back to the future und zwar mit unserem nächsten kleinen Input-Statement und unserem nächsten Panelisten. Das wird Joël-Luc Gachelin sein. Dr. Gachelin promovierte an der HSG zum Thema Management im Zeitalter der Multioptionsgesellschaft und ist nun selbstständig mit seiner Firma Wissensfabrik unterwegs. Er ist Berater für digitale Transformation und hat auch mehrere Bücher zum Thema schon veröffentlicht. Herr Gachelin, darf ich Sie auf die Bühne bitten? Auch für ein kurzes Eingangsstatement. Mal schauen, ob Ihres auch so feurig sein wird. Ich versuche es. Ja, ich bin ein dieser Rattenfänger der Digitalisierung, wie es vor ein paar Wochen im deutschen Manager-Magazin einen Artikel gab,
der eben sagte, Digitalisierung ist natürlich ein Thema, mit dem wir uns beschäftigen müssen. Ich sehe das Thema aber vielleicht unter drei Blickwinkeln. Ich glaube, wir haben es mit einem doppelten Strukturwandel zu tun. Die Digitalisierung verändert, was wir arbeiten, vor allem aber auch, wie wir arbeiten, wie wir zusammenarbeiten. Das ist das Thema Plattformwirtschaft, das nach wie vor meiner Meinung nach unterschätzt wird. Ich glaube, zweitens, wir haben es immer weniger mit Technologiefragen zu tun, sondern was jetzt aufpoppt, sind Machtfragen. Und wir sehen natürlich, dass sehr viele Menschen an alten Technologien, an alten Organisationsformen, an alten Institutionen, denken wir auch an Banken oder an Nationalbanken, die vielleicht disruptiert werden durch Bitcoins und Co. Also diese Machtfragen, die werden uns sehr stark beschäftigen. Und ich glaube, es geht letztlich in der digitalen Transformation eigentlich um Machtfragen. Und drittens, ich glaube, wir brauchen nicht nur technologische und wirtschaftliche Innovation, sondern wir brauchen soziale Innovation in der Folge der digitalen Transformation. Und ich möchte mein kurzes Statement abschließen, quasi mit einem Rückblick. Wir bewegen uns ins Jahre 2030, vielleicht ist eher 2040 realistisch, und schauen mal zurück, was haben wir gemacht bis zum Jahr 2040. Sechs Punkte. Wir haben erstens Verwaltungsräte für Freiwillige erklärt. Verwaltungsräte braucht es nicht mehr. Es braucht aber Gremien, die kritisch Hofnärrinnen und Hofnärren spielen auf die Unternehmen. Aber Verwaltungsräte in dieser Form könnten wir eigentlich als freiwillig erklären. Ich glaube, zweitens, wir brauchen Quoten für Frauen in Verwaltungsräten und wahrscheinlich auch in Geschäftsleitungen, vielleicht für Unternehmen ab 1000 Mitarbeitenden. Es ist ein dummes Instrument, ja, da sind wir uns einig, aber irgendwie scheint es uns nicht zu gelingen, sonst die Gender-Problematik wirklich zu lösen. Ich glaube, drittens, wir brauchen, ähnlich wie wir für Mobi gemacht haben, einen Fonds für die digitale Transformation, damit wir möglichst viele Menschen an den Errungenschaften oder auch an dieser Digitalisierungsrendite beteiligen können. Das heißt, wir brauchen vielleicht einen Fonds, um beispielsweise Glasfaser auch in die Randregion zu bringen und nicht nur in die Städte. Vierter Punkt, lebenslanges Lernen, lebenslanges Wissensmanagement. Hier gefällt mir die Idee der Säule 3W. Das ist ähnlich eigentlich wie dieses Bildungsguthaben. Arbeitgebende und Arbeitnehmende beteiligen sich paritätisch an einem Beitrag, um dieses lebenslange Lernen aus den Büchern in die Realität zu holen. Fünfter Punkt, ich glaube, wir schauen uns neue Steuern an. Bis zum Jahr 2030 haben wir die Besteuerung der Arbeit abgeschafft. Wir erheben aber natürlich neue Steuern. Wir besteuern vielleicht die Finanztransaktionen, Tobin Tax, oder wir besteuern Abfall, oder wir besteuern Energie mit dem Hintergrundgedanken, auch diese Winner-Takes-it-all-Effekte, die wir alle kennen und sehen, etwas zu beschneiden. Letzter Punkt, auch diese Maßnahme wahrscheinlich nicht mehrheitsfähig bis zum Jahre 2030. Wir reformieren den Ständerat. Die Städte als Zentren der digitalen Transformation sind zu wenig abgebildet im Ständerat. Wir könnten beispielsweise allen großen Städten der Schweiz erlauben, einen Schritt vorwärts zu machen, beziehungsweise einen Sitz im Ständerat bis zum Jahre 2030 zu belegen. Vielen Dank. Ja, vielen Dank. Diese Punkte muss ich mir aufschreiben. Das ist schon ein sehr ausdrucksstarker Forderungskatalog, den wir nachher gerne vertiefen können. Ein Punkt, den Sie erwähnt haben ganz am Anfang, war die neuen Machtverhältnisse. Also wir müssen über Macht diskutieren. Diese digitale Revolution bedeutet vielleicht eine neue Machtverteilung. Das passt eigentlich ganz gut als Überleitung zu meinem last but not least letzten Referenten Gerhard André. Herr André ist Software-Ingenieur und Mitgründer und Partner der IT-Firma Leap. Sie haben über 150 Mitarbeitende und die arbeiten seit einigen Jahren selbst organisiert, eben per holokratischem Vorbild. Daneben sitzt Herr André im Verwaltungsrat der Alternativen Bank Schweiz und ist Vizepräsident der Grünen, also der Partei Grüne Schweiz. Und ich freue mich zu hören, sein kurzes Eingangsstatement zu hören, vor allem was es mit dieser Holokratie auf sich hat. Kommt da was? Ich glaube, es kommt was.
Ich möchte mein ganzes Input-Statement umbauen, aber ich lasse das jetzt ein, weil das wird allzu chaotisch. Aber Chaos ist vielleicht ein nicht schlechter Begriff, um mein Eröffnungsstatement ein bisschen zu fassen. Wir kommen ganz offensichtlich in eine Zeit oder sind in einer Zeit, in der die Umgebungsvariablen sehr, sehr volatil sind, wo es immer schwieriger wird, eigentlich zu planen, zu antizipieren, was auf uns zukommt. Uns in unserer Branche, die vielleicht noch etwas stärker als andere diesem Effekt ausgesetzt ist, wir haben uns seit längerem, nicht nur wir, auch viele andere Firmen in dem Kontext damit beschäftigt, wie werden wir Herr oder Frau über dieses Chaos, wie können wir eigentlich akzeptieren, dass das Chaos einfach da ist und Pläne nicht aufgehen. Und aus dieser Bewegung heraus, aus der agilen Bewegung heraus, ist heute etwas entstanden, das heißt Holacracy, die Holokratie. Das ist nicht ganz eine neue Angelegenheit, was den Kern anbetrifft. Im Kern drin ist nämlich die Soziokratie, ein Begriff, der meines Wissens, das ist vielleicht der Historiker bewanderter als ich, um die 100 Jahre alt ist und absoluter Gamechanger oder Kern, wo der Pudelskern begraben ist. Dieses System ist eigentlich, es hat die Vorteile in der Entscheidungsfindung, der Schnelligkeit des autokratischen Führens, der Tyrannei, der Diktatur, und gleichzeitig fühlt es sich inklusiver an, wie das Partizipative ist, etwas dazwischen. Ich erkläre, wie das funktionieren soll. Wir wissen es, in der autokratischen Organisation, da kommt der Chef oder die Chefin irgendwann und sagt, es ist jetzt einfach so, ohne jegliche Grundlage, dafür herrscht Klarheit. Die Leute sind entsprechend frustriert, weil es sich nicht sonderlich partizipativ anfühlt. Auf der anderen Seite, das, was man vielleicht die letzten paar Jahrzehnte vermehrt gesehen hat, sind partizipative Führungsstile. Ich hole meine Leute an Bord, wir schauen, dass wir alle gemeinsamer Meinung sind und gehen da gemeinsam vorwärts. Das ist sehr inklusiv, aber kann schrecklich lähmend, träge und auch höchst politisch sein. Und die Soziokratie ist da dazwischen und die sagt, im Zweifel ist eine Entscheidung aus meiner Rolle grundsätzlich zulässig, solange mir niemand beweisen kann, dass ich damit Schaden anrichte. Und das ist der Game Changer, weil ich muss in meinen Rollen, in unserer Firma, niemanden mehr davon überzeugen, dass meine Lösungen für meine Probleme richtig sind, sondern im Gegenteil, die anderen müssen mir beweisen, dass ich damit Schaden anrichte. Und diese Regel gilt für alle in der ganzen Firma und damit habe ich auch schon abgeschlossen, weil ich könnte den Abend lang über Holacracy und die Eingeweihte davon sinnieren und erzählen, aber dafür haben wir nicht die Zeit. Vielen Dank. Bevor wir weitergehen. So, und gut, dann geht es weiter. Und zwar würde ich gerne wieder Frau Josef auf die Bühne bitten. Und ich bitte Sie, liebe Panelisten, neben mir zu stehen, damit wir doch noch ein paar Fragen. Sie können ruhig nach vorne kommen. vielleicht noch ein paar Fragen, ein bisschen ins Gespräch kommen, bevor wir dann öffnen fürs Publikum. Frau Josef, vielleicht komme ich gleich wieder auf Sie zu sprechen. Funktioniert das Mikrofon? Probieren wir mal, sieht gut aus. Super, hört sich gut an. In der Schweiz sind schon fast 25% der Menschen im erwerbsfähigen Alter als Freelancer schon tätig. Ich frage mich da, ob es eigentlich die Organisationsform des Unternehmens versagt hat in dieser neuen Arbeitswelt der Zukunft. Also genau genommen sind es erst 12%, die komplett selbstständig sind. 25% schließt die Teilselbstständigen mit ein. Da haben wir also auch denjenigen, der bei Swisscom Buchhalter ist und am Abend Tantra-Therapeut. Und wir sind in einer Phase, wo ganz viele eine zweite Karriere aufbauen, um auszubrechen aus der ersten. Das sieht man oft auch im Banken- und Versicherungsbereich, wo eine gewisse Desillusionierung da ist. Aber ich glaube schon, wir entwickeln uns in diese Richtung, dass viele Menschen versuchen, ihrer Leidenschaft nachzugehen und nicht mehr bereit sind, die Nachteile, die sich aus einer Anstellung ergeben, auf sich zu nehmen. Aber das wird nie ein Modell sein, dass alle Menschen machen können, weil zum Teil sind sie zu spezialisiert oder sie haben gar nicht die Fähigkeit, sich auf dem Markt selber zu behaupten. Gut, dann kommen wir gleich. Eine gute Überleitung zum Herrn André, und zwar Ihre Firma mit über 150 Fachspezialisten im IT-Bereich, das sind hochqualifizierte Mitarbeiter, die Sie da haben. Sie arbeiten an
an vielen prestigeträchtigen großen Projekten und das über die Sprachgrenzen hinweg an 5 Standorten, wenn ich mich nicht täusche. Braucht es da nicht starke Führung? Also die Idee der selbstorganisierten Firma ist, dass die Führung dezentralisiert ist, komplett. Also es ist nicht so, dass wir alle gleich sind, alle genau das Gleiche tun, sondern im Idealfall nach unseren Bedürfnissen und Fähigkeiten uns einbringen. Und das ist etwas grundsätzlich anderes als, ich habe ein Pflichtenheft, der Projektleiter ist das, eine A4-Seite oder zwei, davon habe ich vielleicht 80% der Dinge, die mir wirklich liegen und dann Stapel Zeugs, das da einfach irgendwie jemand designt hat, das ist das Design dieser Firma. Und wir haben nicht mehr diese Logik von Führung, weil die Leute führen sich innerhalb ihrer Rollen, die notabene mit höchster Wahrscheinlichkeit kein zweites Mal in dieser Ausprägung innerhalb der Firma zu finden ist, weil wir sind zu verschieden dafür. Wir haben ganz verschiedene Fähigkeiten und Bedürfnisse, die wir mitbringen. Und die Führung, diese starke Führung, die ist komplett dezentralisiert durch dieses System. Und man muss sich das eher wie ein Schwarm vorstellen, ein Vogelschwarm, der sich Richtung einer Tendenz hinbewegt und nicht der Tanker, wo der Kapitän vorne steht und irgendwas steuert und notabene das Gefühl hat, der Tanker komme mit, weil dem ist nicht unbedingt so, also er kann da vielleicht im Leeren drehen, aber diese starke Beführung bezweifle ich grundsätzlich, wie weit das überhaupt funktionieren kann. Ja, Sie haben in einem anderen Gespräch auch mal gesagt, dass Sie das schon fast für elitär halten, wenn Sie sagen, diese autonome, selbstbestimmte Arbeitsweise sei nur für eine kleine Prozent der Bevölkerung vorenthalten, sondern es geht ja auch darum, dass die Mitarbeiter selber eben mitführen und mitgestalten. Was für Qualitäten braucht denn ein Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin, um da mitzukommen in der Zukunft? Also ich glaube, man ist schon qualifiziert, wenn man keinen staatlichen Vormund hat, weil wir wissen das von unserem privaten Leben. Wir können uns Rat holen, wir können uns beraten lassen, aber am Ende des Tages entscheiden wir selber. Nehme ich diese Wohnung, heirate ich diese Frau, machen wir Kinder. Das sind substanzielle, richtig eingemachte Entscheidungen. Das tun wir, das verlangen wir von den Bürgern dieses Landes. Gewisse machen das besser, andere etwas weniger gut, aber grundsätzlich können wir das offensichtlich. Also ich glaube, ich würde die These behaupten, qualifizieren tun sich die, die keinen staatlichen Vormund haben. Das heißt, ich würde mal schätzen, gegen 100%. Gut, gegen 100%. Das ist eine steile These. Ich frage jetzt mal Herr Kaschler. Sie blicken voraus und überlegen sich, was für neue Arbeitsmodelle, vor allem was für neue Inhalte erarbeitet werden. Da ist ja auch sehr viel Kreativität dabei. Es wird Platz gemacht für Kreativität durch die Automatisierung und die Digitalisierung. Nicht alle sind kreativ. Was ist denn mit dem Mittelmaß? Was ist mit den Menschen, die einfach nur arbeiten wollen, ohne sich selbst dabei zu entfalten, auf der Spitze der Pavlovschen Pyramide zu sein sozusagen, sondern einfach nur einen guten Job machen wollen und Ende des Tages nach Hause gehen wollen? Gibt es noch? Was ist mit denen? Ich glaube, Barbara kann diese Frage besser beantworten, aber ich glaube, die eine Frage, die wir uns stellen müssen, ist, was ist Kreativität? Und wahrscheinlich gibt es ja ganz unterschiedliche Formen von Kreativität. Wir alle sind auf andere Art und Weise Kreativität. Das heißt, Arbeit müsste diese unterschiedlichen Formen von Kreativität anzapfen. Bei einem Menschen ist es im Umgang mit anderen Menschen, beim anderen ist es vielleicht handwerklich, beim dritten ist es geistige Arbeit, wie bei vielen von uns. Die zweite Frage, die jetzt immer mehr ins Spiel kommt, ist, muss Arbeit wirklich jedem Menschen so Spaß machen oder ist einfach Arbeit ein Teil, ein Puzzleteil von anderen Lebensbereichen, die genauso wichtig sein dürfen oder müssen und dann ist es gar nicht so, spielt es plötzlich gar nicht so eine Rolle, wie viele Menschen dann wirklich kreativ sein können durch die Arbeit. Ich glaube, am Schluss landen wir sehr stark, es war vorher auch bei dir der Fall, die Frage, was für ein Menschenbild haben wir und dem Menschenbild entlang designen wir eigentlich dann unsere Organisation oder auch unser Staatsverständnis in Zukunft. Cool, okay. Ich habe vielleicht noch für Professor Hirschi eine Frage, bevor ich die Runde öffne für das Publikum. Professor Hirschi, als ich noch in die Schule gegangen bin, das war vor 20 Jahren, da habe ich an einem Freifach das Zehnfingersystem erlernen können. Aber es war nicht verpflichtend. Heute gibt es kaum einen Beruf, der nicht schon entweder komplett verändert wurde durch die Digitalisierung oder nicht zumindest angeschlossen ist ans Netz.
Sie sagen aber, wir sollen uns da nicht so Stress machen, das sei ja alles irgendwie ja, vielleicht zu vorschnell, wenn wir schon von Industrie 4.0 sprechen. Aber ist diese Geschwindigkeit 20 Jahre, ist das nicht schon beispiellos in der Geschichte? Nein, beispiellos ist es nicht. Also das ist eine schöne Anekdote. Ich habe auch das Zehnfingersystem im Freifach gelernt mit einer Kassette. Also die Lehrerin war damals eigentlich schon wegautomatisiert, weil die musste nur den Kassettenrekorder einstellen und dann hieß es und A und C und B. Und das war äußerst nützlich. Ich habe nebenan einen Programmierkurs gemacht und das Zehnfingersystem war nützlicher als der Programmierkurs, weil ich das Programmieren habe ich nachher in einer arbeitsteiligen Gesellschaft habe ich nicht mehr gebraucht, weil die ganze Software ja eigentlich nicht auf Programmierer ausgerichtet ist, die wir im Alltag brauchen, sondern auf User. Und darum finde ich es eben äußerst interessant, dass heute auch an einer HSG ein ganz großer Akzent wieder auf Programmieren gelegt wird oder dass man quasi digital affin werde, wenn man wieder programmiert. Ich glaube, das ist nicht falsch. Aber ich glaube, es wäre viel wichtiger heute eben, dass wir die großen Begriffe, mit denen wir hantieren, nicht nur Automatisierung oder Industrie 4.0, sondern auch Begriffe wie Algorithmus, Begriffe, was ist ein autonomes System, was ist künstliche Intelligenz, dass wir verstehen, was damit gemeint ist. Ich glaube, für uns sind diese Begriffe wie Magie, wie früher ein Magiebuch, für das man den Wert von einem Haus bezahlt hat. So gehen wir heute mit Algorithmen um. Und das gibt uns dann auch die Möglichkeit, dass wir wahrscheinlich uns die Zukunft zu radikal vorstellen. Ich möchte vielleicht nur ein Beispiel geben, weil das schon gefallen ist, das autonome Fahren. Das ist unglaublich spannend, auch mit den Studenten das zu diskutieren. Das ist auch eine ganz alte Vorstellung. Schon in den 1930er Jahren hat sich beispielsweise Erich Kästner hat sich eine Stadt vorgestellt. Damals war die Technik noch, die er sich vorgestellt hat, Elektromagnetismus mit autonomen Fahrzeugen. Also wo man wie in einer Kutsche sitzt, man schaut sich an und das Auto fährt selber durch die Stadt. Das ist eine ganz alte Vorstellung. Aber es ist extrem voraussetzungsreich, dass wir dahin kommen. Wenn wir jetzt, nehmen wir an, wir haben Autos, das kann in einer gewissen Zeit kommen, die fast so gut oder vielleicht noch ein bisschen besser als Menschen durch den Verkehr kommen. Damit ist noch längst nicht gesagt, dass die soziale Funktion des Autos als Statussymbol sich erübrigt. Das ist eine kulturelle Frage, ob das passiert. Wir haben jetzt in der Automobilindustrie völlig widersprüchliche Kräfte. Zum einen haben wir den Drang, energieeffizienter zu werden, Elektromotoren und so weiter. Und zum anderen geht der Trend vom SUV zum Pickup. Das Zweite ist überhaupt nicht technologiegetrieben, aber es ist ein ganz starker Trend und die Automobilindustrie reagiert darauf. Und das Gleiche wird mit dem autonomen Fahren die Frage sein, die Möglichkeit, dass man Autos dann teilt, dass man sie nicht mehr 90% der Zeit in der Garage hat und so weiter. Diese Möglichkeit ist technologisch, wäre schon jetzt gegeben und mit autonomen Fahrzeugen noch mehr. Aber das heißt noch längst nicht, dass die Menschen dann bereit sind, tatsächlich darauf zu verzichten, mit ihrem Wagen eben ihre ganze Identität auszudrücken. Weil das wäre der große Verzicht. Und dass das passiert, halte ich als Historiker für wenig wahrscheinlich. Ich glaube, darum eben sind die radikalen Szenarien sind gute Denkspiele, aber wir sollten sie auch wirklich nur als Denkspiele behandeln und nicht als deterministische Vorstellung, das wird kommen, weil das versetzt uns nur in unnötige Hektik. Denkspiele nutzt man ja auch, um Policy zu schreiben, sich zu überlegen, wie wir dann politisch und gesellschaftlich auf diese Entwicklungen reagieren möchten, was wir für Weichen gestellt haben müssen. Vielleicht kurz zu Ihnen noch zum Schluss, Ihrem Forderungskatalog. Wenn Sie das abgleichen mit der politischen Situation im Moment in der Schweiz, wo sehen Sie da am meisten Handlungsbedarf, Herr Gaschner? Gar keinen Handlungsbedarf. Ich glaube, der Handlungsbedarf ist wahrscheinlich überall vorhanden. Wenn wir daran denken, dass wir nicht die Gestaltung der Zukunft nur den Technologiekonzernen überlassen wollen, dann sehe ich eigentlich überall Handlungsbedarf. Mehrheitsfähig ist keine der Varianten oder keine der Lösungen. Am wahrscheinlichsten noch die Frauenquote. Alle anderen Themen sind wir fernab der Realität. Und das ist aber, glaube ich,
ein bisschen eine schwierige Situation, weil wir zwei unterschiedliche Geschwindigkeiten im System drin haben. Ich glaube schon, die Technologie, die Wirtschaft, die zieht vorwärts, Politik, Recht, Gesellschaft ist langsamer unterwegs. Und ich glaube, je mehr diese Geschwindigkeiten auseinanderdriften, desto wahrscheinlicher wird die Wahrscheinlichkeit von destruktivem Widerstand. Und das wollen wir eigentlich verhindern. Ganz kurz wieder die Historie. Ich fand das sehr interessant, deinen Katalog eben auch zur Weiterbildungsversicherung. Das ist auch eine ganz alte Idee. Also Warner Bloomberg, ein Soziologe, hat 1955 hat er vorgeschlagen, dass man eine neue Versicherung brauche, neben der Arbeitslosenversicherung, die es damals noch nicht lange gab. Das war eigentlich eine Errungenschaft der Weltwirtschaftskrise. Und er hat vorgeschlagen, eine Displacement Insurance zu gründen, eben als Weiterbildung für jene, die ihre Jobs verloren haben. 1964 kam die große Diskussion in der amerikanischen Politik des bedingungslosen Grundeinkommens im gleichen Zusammenhang. Also auch hier haben wir eigentlich ganz viele alte Ideen, mit denen wir neu jonglieren. Aber ich glaube, der wichtige Punkt, das hast du auch schon gesagt, heute ist, wir müssen eine Regulierung finden für den Plattformkapitalismus. Und wir sehen es jetzt, die No-Billag-Diskussion ist eine verpasste Chance, um die wirklich drängenden Probleme zu behandeln, nämlich wie gehen wir mit der Gefahr, und das ist eine direkte Gefahr für die Demokratie, mit der Gefahr von Google, Facebook und Co. Als neue Form der Plattformindustrie, für die alte Form der Plattformindustrie, nämlich Fernsehen und Zeitung, wie gehen wir damit um? Wir müssen schauen, dass wir eine pluralistische Medienindustrie behalten. Wenn wir die sehen, was mit Zeitungen geschieht, dann kann es gut sein, dass die unter dem jetzigen Modell in 10 bis 15 Jahren nicht mehr existieren. Und das ist politisch und gesellschaftlich ein Riesendrama. Und da muss die Politik, sobald diese idiotische Abstimmung vorbei ist, da muss die Politik, sie hatte schon mal die Chance, aber da muss sie jetzt wirklich die Federführung übernehmen. Okay, vielen Dank, Professor Hirschi. Sie sprechen da etwas an, diese Regulierung der Uberisierung der Gesellschaft. Also wir haben eigentlich, wir bewegen uns weg von der Zweiteilung dieser zwei Staaten, die Arbeitgeber und Arbeitnehmer, sondern es gibt da einen Zwischenstatus. Wie möchten wir mit dem regulatorisch umgehen? Ich weiß, es hat hier im Publikum einige, die sich dazu auch schon Gedanken gemacht haben. Ein anderes Thema, was wir bisher fast nicht angesprochen haben, ist die Bildung. Also wie machen wir uns in jungen Jahren fit für die Arbeitswelt der Zukunft, aber dann eben auch lifelong learning. Wie sehen solche Modelle aus? Ich möchte jetzt aber aus Zeitgründen schon mal öffnen fürs Publikum. Eben wie gesagt, es sitzen unter Ihnen Leute, die sich schon sehr intensiv damit beschäftigen. Und ich möchte doch noch hören, was für Ideen oder Fragen noch im Saal sind. Ich werde das Mikrofon rumgeben, also falls jemand schon eine Frage hat, bitte melden. Ja? Herr Reimann? Dankeschön. Ich hätte eine Frage an Frau Josef, die jetzt ein bisschen pausieren musste, und zwar anknüpfend auf ihr Eingangsreferat. Sie haben uns da eine lange Liste von Berufen, Aktivitäten und Branchen gezeigt, die vor der Herausforderung Zukunft stehen. Und Sie haben die Zeile Models gewählt, versehen mit einem großen Fragezeichen, was die Zukunft anbetrifft. Da wir es hier mit einem parlamentarischen Abend zu tun haben, hätte ich natürlich auch interessiert, wie es bei der Zeile Parlament, Parlamentarier, aus Ihrer Sicht aussehen würde. Und deshalb die Frage, wie sehen Sie die parlamentarische Arbeitswelt der Zukunft, wie Sie es gut geschildert haben, in einer Zeit der Entkoppelung von Raum und Zeit. Werden wir künftig noch Parlamente haben wie heute? Falls ja, wie sollen die gewählt werden? Alles nur per E-Voting oder ähnlich? Aufs Risiko hin, dass Hacker das Wahlergebnis beeinflussen könnten. Wie sieht der Parlamentsbetrieb aus? Kommt man da noch zusammen in Ratssälen oder läuft alles über Social Media ab? Oder bleibt es beim Prinzip, wie Sie es auch gezeigt haben, es bleibt beim Parlament alles beim Alten, wie es ist? Ich glaube, ich kann nur einen Bruchteil beantworten als sehr unpolitischer Mensch, und das ist auch nicht mein Fokusthema. Versuche ich mich auf das zu beschränken, was ich kann.
Die Rolle des Parlamentariers muss man wahrscheinlich genauso wie bei der Rolle des Lehrers zweiteilen. Wenn man diese Studie, die ich fortan nicht mehr zitieren darf, anschaut, ich habe es aber mit Disclaimer zitiert, das geht. Wie? Ich habe es mit Disclaimer zitiert. Ja, alles okay. Bei den Lehrern sieht man sehr schön, dass die Lehrer sowohl im hohes Automatisierungspotenzial als auch tiefes sind. Bei hohem Potenzial ist gemeint, dort, wo reine Informationsvermittlung da ist, also da, wo der Parlamentarier nur den Knopf drückt für eine Abstimmung. Ich glaube, dieser Teil ist im Wanken begriffen. Der Teil von den Lehrern, der sicher bleiben wird, ist die Beziehungspflege zu den Kindern, wo es nicht um das Vermitteln von Fachwissen geht, sondern mehr das Coaching und Begleiten von Kindern. Und da hat ja der Parlamentarier auch die Aufgabe, das Volk zu vertreten, Gespräche zu suchen, Ängste zu erkennen und eigentlich in ständigem Kontakt zu sein. Und das sind ja genau diese Dinge, Empathie, soziale Kompetenzen, kritisches Hinterfragen, die niemals Maschinen in irgendeiner Form machen können. Also von dem her gesehen, ist die Frage, wie übt man sein Amt aus, und wenn man wirklich nahe bei der Bevölkerung ist, den Dialog sucht und auch wirklich vermittelnd wirkt, glaube ich, ist das eine Rolle, die noch wichtiger wird. Die anderen Fragen maße ich mir nicht an zu beantworten, würde aber einfach gerne auch darauf hinweisen, dass es nicht darum gehen soll, ob jetzt ein Skype-Meeting effizienter ist, als sich da in den großen Rat zu setzen, sondern dass wir wirklich auch hier die Frage stellen sollten, lernen wir das Volk noch besser kennen dank diesen Technologien, oder wie können wir noch besser von anderen Staaten Dinge lernen? Also ich würde mir immer wünschen, dass man die Frage stellt, nach Technologien nutzen, um neue Szenarien zu ermöglichen, und nicht zu fragen, was vom Bestehenden könnte man jetzt von zu Hause im Homeoffice machen. Für den Rest gebe ich weiter an meine Kollegen, die da vielleicht noch tiefer drin sind. Soll ich ganz kurz? Ja. Ich finde es eine interessante Frage, oder wie Technologie Politik beeinflusst. Und es ist alles andere als trivial. Ich glaube beispielsweise eben, was die Macht der Präsenz in einem Raum, in einer Stadt und so weiter angeht, die ist ungebrochen durch die Digitalisierung. Oder? Ich habe einen Bruder, der lebt in Australien in einem internationalen Beratungskonzern. Und da würde ich jetzt mal annehmen, er hat eine Familie, das sind Skype-Gespräche, es wären ein Riesensegen. Nein, der Kerl reist um die ganze Welt die Hälfte der ganzen Zeit. Ne? Und für Unternehmen ist es ein Riesenkostenfaktor, aber sie machen es trotzdem. Das heißt, wenn Unternehmen, für Unternehmen die Macht der Präsenz so groß ist, dann ist es für die Politik erst recht. Zweiter Punkt, es gibt ja Parteien, gerade in Europa, die sehr stark auf Digitalisierung gesetzt haben, die auch neue Formen eben von direkter Demokratie ausprobiert haben mit digitalen Mitteln. Piratenpartei, Podemos, Cinque Stelle in Italien. Spezialisten nennen das Technopopulism, also ein sehr interessanter Begriff, oder wo Plattformen die Gelegenheit geben, dass sich Zehntausende, Hunderttausende Leute beteiligen können. Diese Parteien zumindest jetzt den Eindruck, die sind nicht unbedingt für Langlebigkeit gemacht. Die Piratenpartei war die progressivste und die avancierteste, die ist schon wieder komplett von der Bildfläche verschwunden. Das heißt, auch hier gilt es, dass alte Strukturen, die immer noch funktionieren, durchaus ihren Wert haben, dass man aber ausprobieren kann, eben wie kann man sie mit digitalen Medien ergänzen. Aber es ist nicht so, dass das eine das andere ersetzen muss. Vielen Dank. Herr André, haben Sie auch noch etwas? Ja, ich würde gerne noch etwas dazu hinzufügen. Das stimmt, wie du sagst, es ist nicht trivial, Technologie und Demokratie. Aber stellen wir uns auch die Frage, wo lässt sich Demokratie verbessern? Wir alle lamentieren darüber, dass sich die Jungen nicht interessieren. Gleichzeitig beschließt das Parlament, das ist auf Gesetzesebene, Verordnung wird irgendwie erklärt, dass neue Unterschriftensammlung auch der Nachname von Hand geschrieben werden muss, auf den Unterschriftenbögen. Und wenn Sie schon einmal Unterschriften gesammelt haben, in einem zweisprachigen Kanton mit 16 Gemeinden rundherum, also das ist unsäglicher Papierkram heutzutage. Und wir lamentieren dann, dass sich die Jungen nicht wirklich interessieren für diese Art und Weise der Partizipation. Die digitalen Kanäle haben sehr viel Potenzial, unsere Demokratie zu verbessern, die Jungen abzuholen, sich zu interessieren dafür. Und ich würde mich viel lieber darum kümmern, wie lässt sich unsere Demokratie verbessern, als allzu sehr sich damit zu beschäftigen, wie kann sie uns schaden. Weil es ist ein bisschen self-fulfilling prophecy, wenn wir etwas wollen, dann gehen wir dahin und machen wir das, aber nicht versuchen, die Probleme allzu stark zu bewirtschaften, weil dann bewahrheiten sie sich ziemlich sicher.
Gut, wir möchten auch aus Zeitgründen, ich gebe noch 5 Minuten für Fragen aus dem Publikum. Wir möchten natürlich auch ein paar dieser Lösungen uns anhören oder diese optimistischen Fragen hören. Voilà. Dankeschön. Eine Frage an Herrn Hirschi. Sie haben vorhin in Ihrem Eingangsplädoyer gesagt, dass die Prognosen für die Technologieveränderung, für die Transformation schwierig zu machen sind oder nicht stimmen, weil wir ja so vieles selber entscheiden könnten und wir quasi die Freiheit hätten. Ist es nicht vielmehr so, dass ganz vieles eben von Google und Apple und so weiter vorgegeben ist und die Freiheit da schon ein bisschen eingeschränkt ist, insbesondere was mit meinen Daten passiert und wo die Entscheidung liegt, wo die hingehen oder nicht. Also so frei fühle ich mich da nicht mehr. Das ist ein sehr guter Punkt. Ich glaube eben auch, die Diskurse, mit denen wir Zukunft eben als radikales anderes beschreiben, die werden auch von Google und Apple und Facebook und so weiter gestaltet. Also wenn wir diesen radikalen Szenarien aufsitzen, dann sitzen wir auch quasi den Interessen des Plattformkapitalismus auf. Und auch da würde ich wieder eine historische Analogie machen. Zu Beginn, Ende des 19., zu Beginn des 20. Jahrhunderts gab es auch eine Phase des radikalen Wandels. Wandels des Energiesektors, Wandels der Mobilität, Wandels des urbanen Lebens. Eben die Nacht konnte zum Tag werden und so weiter. Man hat auch mit unglaublichem Stress darauf reagiert. Und es gab eine extreme Konzentration von Wirtschaftsmacht bei einzelnen Unternehmen. Unter anderem eben in den USA im Energiesektor. Und dann kam mit Teddy Roosevelt kam ein neuer Präsident. Ich glaube, in den USA würde heute ein solcher Präsident wie Teddy Roosevelt würde gut tun. Er war der Trustbuster. Und er hat eigentlich diese ganze Konzentration in mehreren Antitrust-Prozessen zerschlagen. Und ich glaube, das wird in den USA schon diskutiert, beispielsweise von Ökonomen in Chicago, dass wahrscheinlich auf der Silicon Valley früher oder später auch eine Antitrust, also eine Antimonopolbewegung zukommen wird und sich die Frage stellen wird, ob die Größe dieser Unternehmen, auch die Monopolmacht, ob die weiter bestehen kann. Das ist wieder eine politische Frage. Das Problem ist, diese Frage muss von den USA ausgehen. Ich glaube nicht, dass die Europäische Union, geschweige denn die Schweiz, die Frage nach der Regulierung von großen Plattformen, ist viel komplexer als von quasi alten Industriekonzernen, die Regulierung von Plattformen, das muss auf die politische Agenda kommen und wird es wahrscheinlich auch, aber nicht unter Trump. Ja, ich hätte noch mal eine ganz andere Frage vielleicht. Vorhin wurde gesprochen von der Möglichkeit, Städte in den Ständerat zum Beispiel, oder den Ständerat reformieren. Man spricht ja auch so ein bisschen was wie von der Ära der Städte, also das ist jetzt die Megastädte, gibt es ja auch zum Beispiel, wobei man vor ein paar Jahren noch gesagt hat, mit neuen Technologien kann man eigentlich zu Hause bleiben, man muss nicht mehr in die Städte reisen, man muss nicht mehr vor Ort sein, man arbeitet halt eben im Bündnerland, wo man zu Hause ist, muss nicht nach Zürich fahren. Jetzt merken wir aber jetzt doch eigentlich, das hat sich nicht so, bisher jedenfalls ist es noch nicht so durchgedrungen, die Städte wachsen weiter, man prognostiziert doch eher diese Ära der Städte. Wie realistisch sehen Sie die Möglichkeit, eben dass Städte tatsächlich hier auch bei uns so eben diese Relevanz bekommen und dann natürlich auch in diesem Zusammenhang Arbeitswelt der Zukunft und Politik in diesem Spannungsfeld, wie bewegt man sich da zukünftig? Ja gut, ich habe mich schon geäußert. Ich glaube, die Städte, die sind halt, wie Sie das beschreiben, eigentlich diese Hubs der vernetzten Gesellschaft. Dort treffen die Netzwerke, die Ideen, die Kreativität, die politischen Interessen, die Geld, die Datenströme, die treffen in den Städten zusammen. Und ich glaube, Mobilität auf dem physischen und geistigen Ebene, die beeinflusst sich positiv stark gegenseitig. Das heißt, die Städte, die sind wichtig. Ihnen politisches Gewicht zu verschaffen im Ständerat ist nicht möglich, weil die ländlichen Kantone dieses Begehren nie werden durchgehen lassen. Trotzdem braucht es die Frage, die Gefahr, die existiert, die kann man sich als global vorstellen, ist, glaube ich, dass irgendwann die Städte auf die Idee kommen, sich unabhängig zu machen, Stadtstaaten wieder auszurufen. Und da bräuchten wir dann vielleicht einen Historiker, der uns vielleicht etwas über das Zeitalter der Stadtstaaten erzählt. Mhm. Also mich nimmt es doch Wunder, weil ich habe
glaube, ich habe gelesen von Ihnen, Frau Josef, dass Sie auch von den Chancen der Digitalisierung für die Peripherie geredet haben oder geschrieben haben. War das bei Ihnen oder war das in meiner Recherche woanders? Also die Städte, die wachsende Bedeutung der Städte als diese Digital Hubs, ja, aber auch der Zwischenraum durch Technologie und auch durch zum Beispiel Coworking Spaces, die dann irgendwie in der Peripherie Platz haben, werden brachliegende Dörfer oder Industriegebiete in der Peripherie. Da würde ich jetzt anknüpfen, du hast das Macht der Präsenz genannt. Ich würde es eher Macht der Beziehung nennen. Wenn heute Großfirmen Leute durch die Welt schicken, ist es nicht wegen Präsenz, sondern damit sie Beziehungen knüpfen können und als Team funktionieren, auch wenn nachher ein Großteil der Kommunikation über Technologien abläuft. Ich glaube, das sind zwei Dinge. Zum einen ist das Bedürfnis da, das sehen wir bei mir in Jardina, nach Entschleunigung und ein Gegenpol setzen zur vielleicht urbanen Lebenswelt, sehr vernetzt. Und da möchte man vielleicht ausbrechen und sucht seinen dritten Ort vielleicht an so einem Ort und kann dann aber trotzdem seinen Tätigkeiten nachgehen. Also dieses Gegenpol-Thema ist sehr spannend. Rein theoretisch gesehen wäre es möglich, dass jemand im Engadin in einem kleinen Dorf sitzt und für Swisscom arbeitet und nur einmal die Woche in die Stadt fährt, um die wichtigsten Meetings zu machen. Aber da ist die Firmenkultur noch nicht so weit. Also ich glaube, dieses Nebeneinandersitzen und spontan aufeinander zugreifen können, ist immer noch sehr wichtig. Das ist wahrscheinlich tatsächlich die Präsenz noch ein wichtiges Thema. Die Jobs sind auch noch nicht so organisiert, dass die Leute sehr selbstständig ihren Verantwortungsbereich haben und sonst autonom funktionieren. Aber wenn wir es schaffen, die Technologie so zu nutzen, dass wir diese Freiheit und Autonomie bekommen, dann wäre das denkbar, dass das wieder zur Dezentralisierung führt. Das wäre eine schöne Vision, weil dann nicht nur die alten Menschen am Dorfplatz sitzen oder um den Brunnen herum, sondern auch die Jungen dort bleiben, wo sie eigentlich groß geworden sind. Ja, ich frage mich gerade, ob das einfach nicht unbedingt Dinge sind, die man auseinanderhalten kann. Wir reden jetzt eben von Dezentralität, von Autonomie, jetzt in unserem Kontext in einer Organisation drin. Aber das bedeutet ja nicht, dass ich nicht trotzdem Lust habe, an einen Arbeitsplatz zu kommen. Bei uns ist lustigerweise, gibt es keine Ansage bezüglich Homeoffice und nur sehr wenige tun das. Weil ich persönlich bin nicht gern zu Hause am Arbeiten, weil da sind Kinder, da ist das Quartier, das ist einfach nicht mein Kontext. Und ich habe noch gern so eine Linie, das ist Arbeit und ich gehe gern ins Büro. Und das machen sehr viele. Ich würde behaupten, die große Mehrheit bei uns kommt tagtäglich ins Büro. Gut, dann noch Teilzeit, wir haben viele Teilzeiter. Aber es ist nicht so, dass man, weil selbst organisiert, dezentral, sehe ich niemanden mehr oder so. Oder das ist, diese Dinge muss man nicht zwingend als ein einziges sehen. Es ist einfach eine andere Art der Autonomie, der Selbstbestimmung, aber sehr wohl in der Gruppe, sehr wohl in einem sozialen Verbund. Also ich würde diese Dinge nicht allzu scharf getrennt sehen. Autonomie alleine irgendwo, und weil das ist nicht so. Also einfach nicht, dass man sich da allzu fest vorstellt, dass man nur noch irgendein Freelancer irgendwo auf einem Planeten ist und nirgends irgendwo noch interagiert mit einem Menschen. Das ist einfach nicht so. Das ist so ein Bild, sorry, wo man immer schnell Zustimmung erntet, aber es ist nicht Realität. Also Firmen, die eine reife Arbeitskultur haben, da sind die Leute, verschanzen sich nicht im Homeoffice, aber man muss sich nicht entschuldigen, wenn man erst um 10:30 kommt. Um das geht es mir bei Autonomie. Autonomie heißt nicht möglichst viel Distanz zu den Kollegen, sondern ich kann die Zeit einteilen, ich kann auch einen Karrierejob haben und ein politisches Amt oder meine kranken Eltern pflegen. Um das geht es, dass wir diese Freiheit nutzen und nicht Distanz haben. Apropos Menschen und Zeit, es ist jetzt schon 9:20, wir sind schon 5 Minuten in Verzug. Ich würde sagen, noch eine Frage, eine kurze, wenn eine hier wäre, und sonst würde ich direkt zu Edith Graf-Litscher übergehen und mich beim Panel bedanken. Ist da noch eine Frage, ja? Ja, ich hätte noch eine Frage auch an Professor Hirschi, und zwar, Sie haben gesagt, es gibt immer wieder Trends, die aufkommen, sowas wie ein Bildungseinkommen. Was meinen Sie denn, was der Grund dafür war, dass das immer wieder aufkommt, aber nie umgesetzt wird? Weil es letztlich nicht nötig ist, bei einigen, würde ich sagen. Warum es aufkommt, das ist eine sehr interessante Frage, weil wenn wir zurückschauen, haben wir solche Automatisierungsdebatten zu Zeitpunkten, wo wir sie heute nicht mehr erwarten würden, eben in den 50er Jahren. Hatte man nachher 2 Jahrzehnte Vollbeschäftigung. Warum hatte man damals Angst vor Massenarbeitslosigkeit? Und ich glaube, 2 Faktoren, die zusammenkommen, und die treffen auch für heute zu, das ist das eine, man hat einen Technologieschub
Und man weiß nicht, wir wissen es alle nicht, was diese Technologien mit der Gesellschaft machen. Und mit dieser Unsicherheit muss man irgendwie zurande kommen. Und das Zweite ist, das gilt für die 50er Jahre auch, man ist noch daran, eine große Wirtschaftskrise zu verarbeiten. Und in dem Moment, wo man weiß, es gab eine Phase zurückliegend mit viel Arbeitslosigkeit und einer extrem langsamen Erholung, kann man sich sehr gut vorstellen, dass es diese gewaltige Unsicherheit für Arbeitsplätze unter strukturellen Bedingungen, nicht konjunkturellen, sondern unter strukturellen Bedingungen durch die Technologie bedingt, dass das ein Dauerzustand sein könnte. Ich glaube, das trägt sehr zur Psychologie dieser schwarzen Zukunftsszenarien bei. Und das haben wir heute auch. Ich glaube, wenn wir heute über Automatisierung reden, dann ist im Hintergrund immer noch die Finanz- und Staatsschuldenkrise, die wir noch nicht ganz überwunden haben. Und es ist die Frage eben da, was Plattformkapitalismus mit allen verschiedenen Sektoren macht. Eben greift das durch aufs Gesundheitswesen, greift es durch auf die Automobilindustrie, auf die Versicherungen und Banken. All das wissen wir nicht. Und deshalb haben wir dann diese radikalen Thesen, glaube ich. Okay, gut. Also ich glaube, als Abschlusswort passt das ganz gut. Der Plattformkapitalismus ist große Blackbox, der wir noch bevorstehen. Ich möchte mich ganz herzlich beim Panel bedanken. Professor Hirschi, Herr Kaschler, Herr André und Frau Josef. Ich habe für Sie noch alle eine Flasche Wein und dann aber auch noch ein Taschenmesser von CH Open, das ist der Verein, der Open Source Software unterstützt. Das ist eine der Partnervereine von Paraldigi und das ist ein neuartiges Taschenmesser, das auch kleine Schraubenzieher drauf hat, damit Sie Ihre digitale Arbeit auch analog noch retten können, falls mal der Computer kaputt geht. Ich wünsche Ihnen bei der Arbeit gutes Gelingen. Vielen Dank für das Panel und für Ihre Worte. Herzlichen Dank. Vielen Dank.